Oh. Hallo und herzlich willkommen auch wieder heute zu diesem kleinen Wir testen Zeug-Video. Ich habe mir mal bestellt. So, ich habe extra nachgeguckt vorher. Ich habe bezahlt 2,02 Euro pro Stück bei Temu. Ich habe inzwischen beschlossen, da ja manche oder viele, habe ich inzwischen mitgekriegt, Temu nicht mögen, was vollkommen okay ist. Ich werde immer versuchen, euch bei AliExpress oder eBay oder sonst wo immer ein vergleichbares Produkt reinzustellen. Aber da kann es sein, dass es teurer ist oder ich finde es einfach nicht. Weil das ist meistens der Grund, wenn ich Temu nehme, weil ich es woanders nicht gefunden habe oder viel teurer. Wie gesagt, habe ich bezahlt 2,02 Euro pro Stück, also 4,04 Euro für die Schnellrechner unter uns. Und zwar sind das einmal güldene Cap. Da habe ich vielleicht bei der S51 gedacht. Und das Ganze nochmal in schwarz. Angeblich von der Firma Domino. Naja. Ihr stellt sich natürlich die Frage, was ist das und was will man damit? Und das kann ich euch zeigen, warum ich die bestellt habe. Ist ganz einfach. Einmal haben wir hier drinnen zum Beispiel, das ist jetzt aber mehr schlechtes Beispiel, weil das selbstsichernde Muttern sind. Und da soll man diese Kappen dann einfach so draufstecken können quasi. Und dann sieht man die Schrauben nicht mehr so. Das ist also rein optisch eine Spielerei. Aber das ist ja der Grund, warum wir das alles machen. Wie gut das hält, weiß man auch nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oh Mann. Na gut, die Stelle mit den selbstsichernden Muttern ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ne? Komm mal mit, warte mal. Wir versuchen das Ganze dann doch mal eher an der Vorderseite, weil dafür hatte ich es eigentlich auch gehofft. Ach guck mal, die gibt es doch nochmal ein Stück flacher. Wir gucken mal mit denen hier. Ja, die sind wieder zu groß. Schade. Aber, warte, gibt es eine Nummer kleiner habe ich noch? Denn die sind zu klein. Ja, da passen auch wieder die Dicken hier, ne? Ja, aber... Warte ich. Nur mal zum Gucken. Oh Gott. Der passt auch nicht richtig, doch, oder? Nee. Oh Mann. Ups. Ja, das wird bestimmt richtig lange und richtig gut halten. Oh, der hält ganz gut, oder? Ja, warte. Es gibt die anscheinend in flach und in hoch. So fair muss man dem ja auch sein beim Test. So, ja, das passt. Aber ich sehe da schon ein Problem kommen. Ja, okay, gut. Ja, ja, ich guck mal, wenn ich noch bessere finde, verlinke ich sie euch in der Videobeschreibung. Vielleicht gibt es auch natürlich, aber das wäre wieder übertrieben, welche aus CNC und so weiter. Also, auf der rechten Seite von uns aus gesehen, von der Kamera auf dem Knieblech, sieht das ganz gut aus. Problem ist nur, natürlich, in diesem kleinen Set hier, ich gehe noch mal näher ran. Da sind natürlich zu wenig drin. Ne? Also wenn du ein ganzes Moped damit hinkriegen willst, passt schon nicht. Das ist nämlich genau das Problem, was ich jetzt habe, dass von denen, die ich an dieser Stelle bräuchte, schon mal nur 5 drin sind. Und dann hast du richtig hohe dabei, die bräuchten, oder ich in dem Falle gar nicht. Aber man muss auch wieder sagen, 2 Euro würde ich jetzt von den kleinen, ich muss mal gucken, nur von dieser Größe, ich schau mal gerade noch mal nach, ob da irgendwas beistand, ob man das auswählen konnte für metrisch oder Inch oder so. Weil dann wäre das natürlich ein anderer Schnack. Ja, nee, nicht wirklich. Ja, muss man mal gucken, ob es andere Varianten davon gibt. Aber die Größe steht bei, es scheint metrisch zu sein. Ja, ist eine nette kleine Spielerei. Wie gesagt, wenn man, ich glaube, ich sage zu oft, wie gesagt, aber wenn man gezielt aussuchen kann, welche Größe man haben möchte und wie viele, glaube ich, ist das ganz niedlich. Besonders vorne, schwarz auf schwarz, denke ich, man macht schon einiges jetzt mehr her. Ob ich es dran lassen werde und ob es dran bleibt, müssen wir halt wieder testen. Kann man so nicht sagen. Da müssen wir schauen. Ich darf mich aber vielmals bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch so eine kleinen Testvideos gefallen, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Ich glaube, ich bin süchtig nach Öl und Benzin. S51, ich bin verliebt. Bitte komm, gib nochmal Gas. Du weißt, dass es nicht so schlimm ist. Wir schreien Hashtag Simson verbindet. Ich glaube, ich bin süchtig nach Öl und Benzin. S51, ich bin verliebt. Bitte komm.